Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio Modpack. Weiter geht's im Programm. Es hat sich wieder viel getan seit der letzten Folge, denn ich habe so gute, na, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so 6-7 Stunden habe ich weiter gespielt und ein bisschen was gemacht, und das zeige ich euch wie immer als allererstes. So, erste Veränderung, wenn wir mal auf die Karte gucken, ist die Mauer. Die Mauer ist größer geworden, und zwar um, ja, eine ganze Ecke. Des Weiteren muss ich leider zugeben, dass die Aliens mich besiegt haben. Denn ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe hier rumgebastelt und ich bin wirklich alle 2 Minuten von A nach B gerannt, um irgendwo was zu reparieren oder irgendwo Material hinzubringen, wo schon Bots rumfliegen und keine Ahnung. Und dann habe ich residiert und habe hier, wie man unschwer erkennen kann, ein Wassergraben um meine Base drumherum gezogen. Ja? Der geht fast komplett bis hierhin, und dann geht er von hier unten lang bis hierhin. Hier ist ein Wassergraben, hier ist ein Graben, hier ist noch die einzige Stelle, wo nichts ist. Da ist noch Ruhe. Aber wenn da auch so viel kommen sollte, weil die sind wirklich, die sind im Sekundentakt, sind die hier auf uns draufgelaufen, und das war nicht mehr schön. Die haben alles zerbombt, was irgendwie zu zerbomben geht. Und ich wollte einfach ein bisschen in Ruhe weiter basteln, weil dieses Modpack ist so schon schwer genug, und wenn er dann noch die Aliens bekämpfen muss, dann... ja. So, was hat sich noch geändert? Wir haben neue Fläschchen, und zwar Militärfläschchen. Die laufen zwar nicht, weil hier Invar abkackt, aber ist ja egal. Wir haben sie. Die liegen auch schon hier an, man sieht das. Das geht bis zur Forschung, also ein bisschen was haben wir auf Lager. Mittlerweile haben wir auch blaue Fläschchen auf Lager, glaube ich. Weil ich habe jetzt auch schon relativ lange nicht mehr geforscht. Ne, haben wir nicht auf Lager. Haben wir hier 2,4K. Hier habe ich leider keinen Puffer dazwischen, da weiß ich nicht, da liegt halt das Band voll, aber das ist, denke ich mal, einiges. Ein paar Forschungen habe ich schon gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel Lasergeschütztürme. Das waren so die ersten Forschungen, die ich da durchgeschmissen habe. Ist natürlich auch jetzt relativ teuer, diese ganzen Forschungen. Ja, es geht noch hier. Wir haben ja noch, können auch so ein paar Sachen forschen. Aber ich habe erstmal nur das geforscht, was wirklich, wirklich wichtig war, damit wir auf jeden Fall vorankommen. Und was ich als nächstes forschen will, was so der nächste Meilenstein ist, dass wir die Logistik in Gange kriegen. Denn es wird immer wieder in den Kommentaren geschrieben, automatisiert doch das, macht doch das, hier, das musst du unbedingt automatisieren. Und ihr habt da vollkommen recht, ja. So Sachen wie Nanobots oder ähnliches, das muss automatisiert sein, damit das vorwärts geht. Aber ich will das ungern mit Fließbändern machen, weil das ist... Trotz, dass es nur Nanobots sind, ist es ein Aufwand, der gemacht werden muss. Alleine schon, dass ich Steine nach hier oben legen muss oder halt Kupfer und Eisen nach da unten. Es ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden, und mit den Bots geht das um einiges einfacher. Und wenn wir die erstmal haben, dann läuft das. Wir haben ja schon Logistik hier in dem Bereich, haben wir schon stehen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die nächsten MK2-Gebäude zu bauen. Sprich diese hier, denn wir haben Betonziegel, weil ich habe hier eine Betonziegelfabrik aufgebaut, die gar nicht mal so kompliziert war. Wir brauchen dafür einfach nur Quarz und Kalkstein, der ja hier sowieso hergestellt wird, und machen wir aus dem Kalk, machen wir Zement draus. Das Ganze geht hier rein, zusammen mit der Schlacke, die wir von hier holen, weil hier haben wir ja noch so eine Lagerkiste mit Schlacke, können wir dafür benutzen, warum nicht. Ja, Ende vom Lied ist, wir haben Betonziegel. So einfach ist das. Mehr gibt's da gar nicht. So. Die brauchen wir auf jeden Fall für diese ganzen MK2-Geschichten. Sei es diese hier, ist es sogar MK3, hier ist es MK2. Also es sind halt diese Betonziegel. Das ist das Problem. Und dann gibt es noch hier, hat man gerade kurz gesehen, verbesserte Betonziegel. Da können wir mal gerade gucken, wie wir die Dinger machen. Usage. So, wir brauchen die halt für alle möglichen Gebäude. Und wahrscheinlich auch für verbesserte Betonziegel, die wir haben. Irgendwo. So, dann müssen wir die mal suchen. Verbesserter Betonziegel. Craft. Beton und Stahlträger. Okay. Das heißt, wir müssen quasi hier den Flüssigbeton, weil hier wird Zement gemacht. Aus dem Zement und Schlacke wird dann Flüssigbeton, und Flüssigbeton wird dann einfach zu Betonziegeln. Und dann läuft das.
So, das haben wir gemacht. Dann habe ich hier vorne schon mal eine Reihe Maschinen geupgradet, und zwar diese hier, um einfach ein bisschen mehr Gold zu bekommen, weil Gold ist so ein bisschen Mangelware. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, wo ich noch mit einer kleinen Unstimmigkeit aufräumen muss. Denn es wurde öfters mal gesagt, ich soll doch das Erz direkt herstellen, ja? Sprich mit diesen Klamotten hier, ja? Weil man kann zum Beispiel Eisenerz direkt über zerkleinerte Saphirite und zerkleinertes Jeolith herstellen. Dazu brauchen wir noch Mineralkatalysator, die haben wir hier unten, die machen wir aus Mineralschlamm. Dann haben wir noch andere Katalysatoren, einmal aus Kristallzeugs und einmal diese Hybridkatalysatoren aus den Zweien. Das soll nicht das Problem sein. Allerdings habe ich dann später noch gesagt, dass das nicht funktionieren würde, dass ich das so herstelle, weil wir diese Forschung hier brauchten. Diese Forschung, und zwar diese dreieckigen Klumpen, ja, Kristalle. Nennen Sie mal Kristalle. Diese Kristalle konnten wir erst mit der blauen Forschung machen. Das war nämlich diese hier. Dadurch haben wir diese Kristalle bekommen, weil wir brauchen nämlich, um zum Beispiel Gold herzustellen, brauchen wir diese Kristalle. Es ist einfach so. Und wir können theoretisch bis Rubyte konnten wir nicht herstellen. Diese Sachen hätten wir herstellen können, ja. Aber halt kein Gold. Und Gold war halt der Hauptbestandteil von den gelben Fläschchen. Von den gelben, von den blauen Fläschchen. So. Blaue Fläschchen gehen nur mit Gold. Ja. Und deswegen mussten wir diesen Aufbau hier machen, sonst hätte es nicht funktioniert. Also, es ging nicht anders. Und das war das, was ich meine. Ich hoffe, das habe ich jetzt soweit gut erklärt. Und ja. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwann auf diese Dinger umsteigen, aber fürs Erste funktioniert das so, und ich werde das jetzt auch nicht alles umbauen, weil da bin ich erstmal gefühlt 20 Folgen dran, bis ich das umgebaut habe, um vom Ergebnis her nichts anderes zu bekommen, weil wir genauso Gold herstellen und alles andere wie sonst auch. So. Zudem habe ich jetzt auch hier unten noch, wo wir unseren Mineralschlamm verarbeiten, ein paar Goldmaschinen hinzugefügt. Das sind diese hier. Und deswegen bekommen wir da auch ein bisschen Gold raus. So, ich sehe gerade, wir haben zu viel Nickel. Weil voll. Nickel, weil voll. Alles klar. Kein Problem. Zink. Ne, das ist Zink, ne? Zink, ist das Zink? Das ist Nickel. Da ist Zink. Ach so, das staut sich gerade erst. Ja, gut. Es läuft. Jetzt läuft's. Wo ist denn Nickel? Ach hier, das ist das Nickel. Ja, natürlich. Ach, da bin ich immer mal wieder Puffer am dran schmeißen, weil wir das Zeug einfach nicht brauchen. Aber egal. Anderes Thema. So, was hat sich noch verändert? Großartig nichts. Wie gesagt, ich habe hier die Militärforschung in Gange geschmissen, dass wir da auf jeden Fall was machen können. Ansonsten die Mauer hier nach links ein bisschen erweitert. Nach unten war nicht viel Platz. Deswegen habe ich mir gedacht, können wir hier einen weiteren Aufbau starten. Wir kommen jetzt von hier oben mit diesen Geschichten runter. Und ja, Aufbau nichts anderes. Sachen von hier rübergelegt und dann, ne, funktioniert das. So. Der Kohle-AP ist bald zu Ende, 99k. Da habe ich hier oben ordentlich Puffer dazwischen geschmissen. Hier, weil ich wollte, dass der leer läuft. Weil hier unten war Katastrophe. Die kamen wirklich im Dauereinsatz, kamen die Aliens hier an. Das war der Hammer. Auf beiden Seiten. Ja, das war übel. Aber jetzt geht das. Ich werde diesen Wassergraben auch wieder komplett entfernen, sobald wir halbwegs in Ordnung damit zurechtkommen. Aber fürs Erste lassen wir den stehen. So, dann würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall mal was forschen. Und zwar verbesserter Beton. Ach, den müssen wir erst forschen. Okay, cool. Zement mit Kalk, Eisenerz und Aluminium. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, was forschen wir? Wir haben nicht allzu viel. Eins muss ich euch noch zeigen. Pass auf. Wir haben nämlich die erste Forschung, die ich gemacht hatte, war diese hier. Pass mal auf. Helikopter.
Einziges Problem dabei ist, was ich leider erst hinterher gesehen habe, wir brauchen dafür Prozessoren. Und Prozessoren sind mir noch. Bis wir Prozessoren haben. Titanium Plate, Schwefelsäure, Prozessoreinheiten. Das wird nochmal genauso spannend wie alles andere. Und es wird dir definitiv nicht langweilig, da bin ich mir sehr sicher. Glas und Kunststoff, also es ist machbar, aber es ist halt immer viel. Und für alle, die immer sagen, mach doch mal das und mach doch mal das. Ich weiß nicht, wer von euch das ganze Modpack schon durchgespielt hat. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Deswegen ist das für mich größtenteils alles neu. Und es ist von der Masse her verdammt viel. Und an alles zu denken ist nicht so einfach. So, und jetzt sind wir schon 10 Minuten hier zugange und ich habe mich einen Schritt bewegt. Sehr cool. So, jetzt reicht's. Weiter geht's. Prozessoren ist auf jeden Fall eine der nächsten Geschichten, die wir herstellen werden. Weil mit so einem Helikopter wäre schon cool. Gerade bei der Größe hier, die wir mittlerweile haben, ist es dann doch schon einfacher, mal eben von rechts nach links zu kommen. Ach so, und wir haben hier ein bisschen mehr Solarfeld bekommen. Ein bisschen, ne? Weil Strom ist echt abgekackt. Und hier oben war nicht mehr so viel Platz und ich wollte die Felder hier nicht zubauen, deswegen, ne? Hier habe ich aus Versehen drüber gebaut, aber hey. So. Des Weiteren haben wir hier das Saphiritenerz, was abgebaut werden muss. Da habe ich schon angefangen, bin noch nicht fertig geworden, denn uns kackt hier unten das Feld langsam ab. Da ist nicht mehr viel zu holen. Sind nur 31k, dann ist hier Feierabend. Deswegen läuft das auch nicht mehr so rund hier vorne. Wo haben wir es hier? Da kommt halt nicht mehr so viel raus, ne? Gut, das würde ich sagen, machen wir als erstes. Und dann überlegen wir uns mal gerade noch, was wir forschen können. Was brauchen wir denn unbedingt noch für die Logistik? Genau, ich hatte schon mal angefangen. Warte mal, ich wollte auf jeden Fall. Hier, diese Forschung brauchen wir. Logistische Warenhalterung. Dafür brauchen wir noch Kernenergie. Was? Warum? Seht ihr, was da alles dran hängt? So ein Scheiß. Ich muss alleine 6000 Fläschchen. Dann dieses Quantumzeug hier. Dann das hier. Junge, ich brech ab. Das gibt's doch nicht. Warum zur Hölle? Okay. Anderen Plan. Das werden wir niemals forschen können. Alleine jetzt, wenn du dir überlegst, diese 2400 blaue Fläschchen sind jetzt innerhalb von, keine Ahnung, 5 Stunden hier reingeflossen, weil mehr kommt da einfach nicht. Oh Gott. Okay, anderer Plan. Wir machen überall Anbieterkisten dran und knicken alles da rein. Plan Ende. Läuft. Gott im Himmel. Wir haben übrigens Roboport MK2. Die können wir tatsächlich bauen, da wir diese. Betonziegel haben? Nee. Irgendwas. Auf jeden Fall können wir Roboport MK2 bauen. Fehlt ein bisschen Stahl. So, hier ist unsere Fabrik für jede Menge Solarpanels und Akkus. Die habe ich immer schön fleißig gefüllt, weil der Strom kackte echt ab. Und ich habe hier oben noch eine Schaltung eingebaut. Hier mit einem Akku. Der ist einfach eingestellt, dass der Akku, wenn der unter 30% fällt, geht hier die Stromgeschichte an. Ja, das haben wir gemacht. So. Puh, genug gelabert. Dieses Modpack ist verdammt schwer, aber auch verdammt geil. Ich muss es einfach sagen. Es ist verdammt, es macht sehr, sehr viel Spaß. Und es macht Laune, das zu spielen. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Also, ich würde sagen, wir verteilen jetzt erstmal Anbieterkisten. Warte mal, wie viel haben wir denn? Konstruktionsroboter. Lassen wir mal noch 5 fliegen. Dann mal 7. Da müssen wir auch echt viele von bauen, ne? Ich glaube, das ist das R. Wir haben übrigens auch blaue Maschinen. Wir müssen uns mal kurz überlegen, wo wir so generell die Logistik hinbauen. Könnten uns hier die Ecke nehmen. Das ist relativ zentral. Und wir kommen an alles ran. Würde ich sagen. Machen wir. Machen wir. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir schon mal Roboter bauen.
Das sollte dann das erste sein. Ach so, genau, ich habe noch Blaupausen bekommen von euch, siehste. Wir haben nämlich Folgennummer Blaupausen, und zwar diese hier. Ich habe unabhängig voneinander haben mir zwei Leute eine Blaupause geschickt. Einmal dieses Gebilde hier und dann haben wir noch dieses Gebilde hier, womit wir quasi automatisch eine Folgennummer machen können. Dann könnten wir uns eigentlich eben drum kümmern. Ich weiß nur nicht, welche ich nehmen soll. Weiß wirklich nicht. Klein oder groß? Ich würde groß nehmen wollen. Wir nehmen groß. Vielen Dank, vielen, vielen lieben Dank an die zwei. Das war der Seption und der Lukas. Danke euch auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal so eine schöne Folgennummer hin. Ja. Bams. Jetzt ist das Problem, dass hier Logistik ist. Ich zwar das ganze Zeug mir schon gebaut hatte, aber das nicht gebaut wird, weil ich es hier reinmachen muss. So, Lampen, diese Teile, was war es denn noch alles? Die Plus-Dinger, das Ding. So, Kabel. Ich glaube, das war's. Das waren ein paar mehr Lampen, glaube ich. Hier ist ein Stack. So. Baut mal. Dann baut mal. So, können wir vielleicht mit der Hand so ein paar Rubis bauen, dass wir zumindest mal. Theoretisch könnten wir uns die Baurubis unten aus dem AP holen. Da sind, glaube ich, jeweils 50 Stück drin. Ja, uns fehlen Schaltkreise dafür. Wir machen das mal eben. Wir fahren mal kurz runter. Und dann holen wir uns den Krempel mal eben. So, Holz kackt übrigens auch rein. So, wieder fast voll, sehr gut. Hey, was fehlt denn da? Einfach nur Widerstände? Stahl? Aber hier. So, können wir die mal bauen. Brauchen wir eh. Sehr gut. So, lassen wir mal kurz hier stehen. Das Gute ist, wir können über das Wasser drüber laufen, einfach so. Also wir sind ja nicht eingeschlossen oder ähnliches. Alles gut. So, was fehlt hier denn eigentlich noch? Drei davon, zwei davon, eins davon. Sechs Objekte benötigen Reparaturkits. Ach so. So, nehmen wir uns hier die 30 mal mit. Die anderen können hier bleiben. Dann passt das. So. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn wir jetzt erstmal Priorität auf Logistik setzen, dass wir hier Material herstellen können, ja, dass wir nicht alles in der Hand craften müssen. Ich weiß, ich soll es automatisieren und es wird, aber ich will es ungern mit Fließbändern machen. Das ist einfach das Problem. So. Sehr schön. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktioniert. Vielleicht sollte ich mir die Beschreibung dazu angucken. Ich werde mal ganz kurz hier den Kommentar öffnen, während die hier das fertig basteln. Wenn ich den jetzt hoffentlich so schnell finde. So, Community. Dare. So, wo haben wir denn? So.
Hier, was wir folgen, besteht nur aus Lampen und ein paar Kombinatoren. Du musst nur in den untersten konstanten Kombinator der Variablen x den Wert der aktuellen Folgennummer zuweisen. Bei Interesse findest du überall. Hier, viel Spaß, mein Lukas, vielen Dank. So, ich muss den untersten zuweisen. So, wir müssen hier irgendwie noch Strom dran bringen, ne? Sieht zumindest so aus. Wir müssen, glaube ich, hier überall Strom dran bringen, ne? Gucken wir mal. So, kleinen Moment. Oh, jetzt habe ich keine Masten mehr, so ein Scheiß. Okay, da steht auf jeden Fall schon mal eine 6. Warte mal, steht jetzt auf X63. So, welche Folgennummer haben wir denn heute? 68. Das heißt, wir müssen dann jetzt auf 69. 69. Bams. So. Zack. Und hier auch noch. So. Sehr schön. Also ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber anscheinend funktioniert es. Das ist gut. Farben kann ich anscheinend ändern. Ist schon echt schwer zu erkennen tagsüber, ne? Ein bisschen gegucke sieht man. Hey, warte mal, was können wir denn hier mal für eine Farbe reinhämmern? Blau? Das bringt uns nichts. Grün, gelb. Komisch, die geht aus. Warum? Ausgangssignal grün, gelb. Gelb. Ah. Ich verstehe. Grün. Okay, so ist die Folgennummer grün. Ich überlege gerade, welche Farbe man besser sieht. Vielleicht weiß, oder? Macht weiß Sinn? Ich glaube, weiß sieht man besser. Wir machen das mal eben fix, wa? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Scheißendreck. Null, zwei, sechs, acht. Eins, eins. Ich hab's geschrottet. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Vier, sieben. Das ist so hoch für mich. Freunde, bis zur nächsten Folge habe ich das Ding hier neu gebaut und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss. Oh Mann.